Und damit herzlich willkommen zurück zu FIFA 15. Ich habe gerade eben, also ihr seht gerade hier noch ein Dortmund 2-0 gegen Juve. Ja, was ich sagen muss, ich habe irgendwie aufnahmemäßig, es ist mir gerade eben erst aufgefallen, es wurde nicht aufgenommen, die letzten zwei Folgen. Ja. Liegt an meiner externen Festplatte. Ich habe jetzt eine andere angeschlossen, es passt jetzt wieder alles. Nur es wurde leider nicht aufgenommen. Es tut mir furchtbar leid. Also ihr habt jetzt gerade ein 2-0 gegen Juve verpasst und noch ein Unentschieden. In dem ich besser war, aber ich kann euch ja alles erzählen. Und ich nehme euch jetzt einfach mal mit zum nächsten Spiel, würde ich sagen. Ja, momentan läuft es wieder, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall Form. 3 Siege, ein Unentschieden von den letzten 4 Spielen. Wir haben 10 Punkte. 6 Spiele übrig, 14 Punkte brauchen wir, um nicht abzusteigen, also absteigen werde ich wahrscheinlich nicht mehr. Und ja, ihr dürft jetzt wieder dabei sein, während es einigermaßen erfolgreich läuft hier alles. Leider letzten 2 Folgen halt, wie gesagt, ihr habt sie verpasst, dadurch, dass es einfach nicht gescheit aufgenommen wurde. Wir wollen mal starten gegen Paris Saint-Germain. Today it's Paris Saint-Germain against Borussia Dortmund. Your commentary team, Martin Tyler and Alan Smith. Hello everyone. Martin Tyler here, Alan Smith with me as usual. Big welcome to you to today's game. Okay, gut gemacht, gut gemacht. It's a return ball. Well, this is Zlatan Ibrahimovic. Den habe ich gut gestoppt. In quickly. Ah, der Verbindung, die leckt etwas zu ihm. Aber es sind immer mal wieder Ruckler, also es ist nicht so schrecklich wie eine Ping, die mega hoch ist oder so. Matuidi. Well, that's a real tussle for the ball there. Gundogan. Okay, der steht eng am Mann. Das wird es auf jeden Fall schwierig machen. Komm schon, Elfmeter. Ja, das war auch keiner. Eieiei. Jetzt machen wir die Verbindung noch ein bisschen zu schaffen. Komm schon. Schade. Also, wie gesagt, als Abwehr steht er super eng am Mann. Macht's schwer. Weidenfeller. Alles gut. Ansonsten ist das jetzt nicht so super stark. Ich denke mal, die Verbindung wird es ihm auch etwas schwieriger machen. Marco Reus. Ja, mal wieder, wenn das Ruckeln einsetzt. Hier zum Beispiel. Ah, shit. Zlatan Ibrahimovic. Oh, je. Right at the beginning here, Ibrahimovic. Such a talented center forward, often frustrating, but no, not this time. The goal from Ibrahimovic. Darf nicht passieren. Just lasered into the corner. Unstoppable. Well, let's take another look at the goal. Alter, ich bin da vorbei. Also gelb ist es, rot ist es nicht, aber gelb. Ja, auf jeden Fall. Nö. Aubameyang, der kann das einigermaßen gut. Oh Gott. Das muss ich mir noch ein bisschen dran gewöhnen. Das macht Ronaldo dann doch ein gutes Stück besser. Bis auf die Nähe. Da ist Aubameyang echt gut. Also was Fleisch ist angeht. So richtig nah dran. Zack. Gut, Weidenfeller. Denn ich bin alleine immer rangekommen. Oh, ein Fehler. Der scheint etwas gefährlicher zu sein. Ja, einfach mal nach vorne. Da steht einer. Vielleicht packt das ja. Leider nicht. David Luiz. Well, this is Zlatan Ibrahimovic. Shit. Gut gemacht.
Verbindung nicht gut. Nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Komm schon. Obama Young. Gibt's sogar. Boah, Leute, in so einer Zweikampfsituation, da macht es halt echt Probleme jetzt. Ich hoffe, dass er auch Probleme hat. Ich hoffe es sehr. Ganz oben. Komm schon. Blöd, ich laufe. Marcel Schmelzer. Gundogan. Komm schon. Here's the chance. Kacke. Ich habe am Anfang gesagt, die Verbindung macht jetzt nicht so große Probleme. Es macht Probleme. This is an excellent run. Oh shit, ich komme da immer aus dem. Was? Achso, ich weiß aber auch nicht warum. By the way, ich hatte schon den Ball. Was soll ich mit dem Scheiß jetzt? Ich kann kein schweres anfangen mit. Boah, Leute, oh fuck it. Okay, Aubameyang. Genial. Torgarantie ist Aubameyang. Und diesmal habe ich nicht so viele Chancen. Ich mache einen rein, das ist gut. Man darf ihn nicht raushalten. Man darf ihn nicht rausholen, den Torhüter. Ist einfach so. Ja, ich mach's auch auf falsch. Sind nämlich selten dämlich im kurzen Eck. Am besten nennt sich Torverbesserung. Also Torhüterverbesserung, Torverbesserung. Bei EA Sports. Jo. Ich hau einfach ein bisschen stärker rein. Schade. Ich war am Ball. Zack. Weil was das werden soll, ist mir nicht so ganz bewusst. Well, you have to say good anticipation there to read the direction of the throw-in. Gundogan. He stumbled a bit there, but has managed to stay on his feet. Ah, das schiebt mich doch voll ins Weg. Well, we've got a free kick here. The referee points for it. Oh, das hätte sowas von gefährlich enden können. Und jetzt sieht's gut aus. Den muss ich machen. So ein Ding darf dann auch mal reingehen. Bin nicht sicher, ob das nicht vielleicht doch ein Foul war. Marcel Schmelzer. Okay, nach unten. Komm. Marco Reus towards Aubameyang. Langsam wird es ein bisschen viel anschauen, die ich nicht reinmache. Shit. Ey, komm, ich hab da wieder einen Ball. Nicht abpfeifen. Jetzt habe ich meinen Spielfluss. Ah, das macht es echt schwierig mit den Rucklern. Und der Referee hat blown und die zweite Halbzeit. Is now in progress. Ja, man kann da einfach keine Drehung machen, Maxwell. Wenn man den Ball zugespielt bekommt. Well, this is Zlatan Ibrahimovic. Marco Reus. Komm, sei nicht im Abseits, komm, sei nicht im Abseits, komm, sei nicht im Abseits, sehr schön. Alter Schwede, wenn jetzt in die Rückrunde stärker als vorher. Aber das lag jetzt nicht in der Rückrunde, das war einfach eine dämliche Idee. Thiago Motta. Dankeschön.
Edinson Cavani. Hat er drauf. Marco Reus. Das muss Gelb geben. Stoppt dann meinen Angriff. Here it is again. Aubameyang's goal. Oh, ich war durch. Aber jetzt nochmal. Genial. 2-0. 2-0, 2-1. Wäre auch zu schön. Sage ja, Torgarantie. Bekommt aber auch viele Bälle von da. Goal conceded and they are losing at the moment, Paris Saint-Germain. Pierre-Emerick Aubameyang. Komm schon. Komm schon. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So schön durchgespielt. Und dann meist so ein Bullshit. What a good chance that was for him. Zum Schluss folgt dann immer der Scheiß, oder wie? Matuidi. Zlatan Ibrahimovic. Und weg mit. Na, so ganz habe ich mir das nicht so vorgestellt. Na, ich habe einen Ball. Okay, ist alles in Ordnung. Will mich nicht beschweren. Peace-check. How frustrating is this for the other team? Scheiße, komm. Aubameyang liegt im Weg. Ich fasse es nicht. Na, ich dachte, er ist schon wieder auf dem Weg. Well read by the defender to intercept. Komm schon. Blöd gelaufen. Now they've got the ball. Let's see what they can do with it. Okay, dranbleiben. Lucas. Marco Reus. Okay, weiter Pass. Pierre-Emerick Aubameyang. It's a quick break. Scheiße gemacht. Ah, da war viel mehr drin. Gute Nacht. Oh, da ist im Abseits. Ist aber eh egal. Okay, war klar, dass jetzt abgepfiffen wird, weil der ihn wegkickt. Maxwell. Edinson Cavani. Oh, da steht ja einer vom Gegner. Na, aha. Ja. Okay, habe ich nicht gesehen, aber. Passt. Und ab geht's. In die falsche Richtung würde ich sagen. Ab geht's, ne? Oh, junge Vater, das gibt natürlich Freistoß. Ja, in solchen Momenten sollte es nicht unbedingt so kommen. Oh, oh. Alter, Alter, okay, komm. Komm, komm, komm. Alter. Und dann noch die Ruckler dazu. Das ist eine Diktion. Die will ich ja eigentlich nicht sehen. Shit. Brilliant football from this team. David Luiz. Peace check. Okay, unten lang. Marco Reus. Dass er den noch hat, dass er den noch hat, dass er den noch hat. Oh, diese einzige Einsituation. Mit diesen Rücken. Ich kann es nur zum tausendsten Mal wiederholen. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Komm schon, beiden Fälle. Alter, du dämlicher Affe. Wenn du rauskommst, dann musst du ihn haben. Kommt raus und hört dann auf zu laufen. Dann drücke ich natürlich nochmal Upsilon an, aber was ist? Hat es nicht verdient. Lalalala. Nur was bringt's mir? Es bringt mir Ruckler ein. Pierre-Emerick Aubameyang. Von da kann ich ihn nicht direkt machen. Dann kurz mal antäuschen. Und dann knapp passen. Und dann oben lang gehen. Komm, das ist nächste Foul.
Komm, hör auf, Alter. Das ist kein Einwurf, das ist ein Freistoß. Marco Reus. Gundogan. Okay, oben lang. Zlatan Ibrahimovic. Hummels. Still don't know which way this one's gonna go with. Das kann das nicht wahr sein. Javier Pastore. Der muss sich längstens hochführen. Und jetzt verliere ich. Das ist so lächerlich. Das sind die Spiele, die ich wiederum hasse. Das hatten wir doch letzte Saison schon. Muss jetzt nicht nochmal sein. Es ist so dermaßen unverdient. Und es ist wirklich schwer. Es ist schwer, wenn es ruckelt. Es ist schwer. Es ist dermaßen schwer. Er spielt nicht gut. Er spielt kein bisschen gut. Und er wiederholt es zum 1000. Mal. Das ist frustrierend, muss ich sagen. Volle Offensive, was unterscheidet es jetzt? 3-2 für 4-2, pff, gegen den Furz drauf. Jetzt müssen wir jetzt noch einen Punkt drücken. Man kann auch schießen, wenn man es drückt. Man kann das mal versuchen. Ist nur eine Empfehlung von mir. Okay, den habe ich. Sei hier. Nicht dahin, nicht solche riskanten Dinger. Die sind total unnötig. Ich drück das anders. Glaub mir, du willst gegen mich nicht da hinten rumspielen. David Luiz. Tackle goes in. Thiago Motta. Javier Pastore. Da muss ich mit. Lucas. Oh Gott, okay, hat sich eh erledigt. Scheiße, erste Niederlage. Danke fürs Zuschauen, Leute. Etwas ärgerlich jetzt. Das ist sogar sehr ärgerlich. Ich hoffe, euch hat es irgendwie gefallen, trotz Stuttering, trotz Rucklern, trotz allem, was Gamebreaker hoch 10 war. Bis jetzt im nächsten Spiel. Also dann, bis dahin. Ciao.